Hallo Leute, willkommen hier beim neuen Video. Heute mal wieder ein Quant Hopping Vlogging. Ich habe von Spieler gerade gegrüßt. Auf jeden Fall interessanter Platz. Drehen wir uns mal um. Vereinsheim. Wir wurde, ob die heute auf ist, glaube ich nicht. Kabinen. Aber hier, das ist bekloppt, ist ein Parkplatz. Einfach hier fast am Spielfeldrand. Also wir hatten sowas schon mal gesehen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ein Parkplatz im Spielfeld, am Spielfeld. Hat für mich eigentlich keinen Sinn. Da war wohl ein Logistiker dran, der denkt, oh, da kann man Platz schaffen. Ja, da kann man auch wirklich Autos verstauen. Ja, ich weiß es nicht. Frag mich mal was Einfacheres. So, wir sind hier noch 40 Minuten vor Anpfiff. Ich melde mich pünktlich zum Anpfiff wieder bei euch. Zwei Minuten zu früh angepfiffen, an fürs erste Halbzeit. Während des Spiels wird noch ein Tor weggeräumt. Sollten die in Leverkusen auch mal machen bei Zaungästen. Ja, 1-0 für Hürth. Rechtsverteidiger. Sagst du Micha, er wenn du Rechtsverteidiger planst, dann natürlich. 2-0 hört. Außer 3-0 gehört. Jetzt müsst ihr noch. Halbzeitstand 0-3 für Hürth. Entschuldigung wegen den Toren.
dass sie nicht drauf sind, das war keine Absicht. Das muss ich bei mir wieder bessern. Ich muss mal eine neue Kamera her. Allgemein meine neue YouTube-Technik. Geile Parade. Genau die Mauerin. Gute Chance von Westhofen. Und der könnte jetzt... Nein. Boah. Komm. 4-0 für Hürth. Ja, bist du dabei? Der Jürgen kommt auch. Weil du bist dabei, ne? Wenn du willst. Also, leider nicht, aber mal ganz ehrlich, du schätzt mal an. Also ein Aschenbecher, für mich ist es ein Bierhalter. Warum so viele am Spielfeldrand rauchen, verstehe ich nicht. Egal. Der muss es noch hinmachen! Mann, schieß doch! Selbst wenn wir, ich hoffe, so viele sich bewegt, wenn er nicht den Ball hat. Ui, knapp rüber. Schieß ihn doch! Oh Mann! Ecke! 5-0! Knalltrupp! Oh Mann. Wir machen ein Tor für Westhofen sehen. Und dann so war's.
Endstand 5:0 für 0:5 für Hürth. Hast du schon den Plan? Ne? Ja, gibt's noch nicht.